Also in Italien wirst du verhaftet, wenn du sowas bestellst. Fingerspitze weg, hochkantig. Jetzt wird's gefährlich. Endlich mal gutes Essen jetzt. Super Koch jetzt. Ich nehm deins. Wenn wir hoch, wen das jetzt überraschen würde, mich nicht. Liebe TSG-Fans, einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einem weiteren Spieltagsvlog hier bei TSG-TV. Diesmal blickt ihr nicht hinter die Kulissen der Medienabteilung, sondern kommt mit mir gemeinsam in einen der heiligsten Orte hier bei der TSG, nämlich in die Profiküche. Ich habe keine Ahnung, was mich erwartet. Ich bin sehr, sehr gespannt. Claudio wird mich heute als Küchenhilfe ertragen müssen und ihr seid natürlich auch mit dabei. Da ist der Christian und da ist der Claudio. Guten Morgen. Einen wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen. Wie früh kann man eigentlich anfangen zu arbeiten? So früh wie möglich, ja. Es ist 7:30 und ihr seid schon seit wie lange hier? Eine Stunde, eine gute Stunde, ja. Eineinhalb, ja, genau. Erste Mal ganz wichtig für dich. Vielen Dank. Passt, oder? Super. Claudio, dann legen wir los. Wunderbar. Was machen wir heute? So, wir haben heute Primärspiel. Unsere Jungs spielen heute Testspiel, 15.30 Uhr, das heißt 3,5 Stunden vorm Spiel gibt es Mittagessen. Es wird so viel Energie wie möglich dann getankt. Einige Kohlenhydrate, Kartoffel, Reis, Nudeln, Pesto, Tomatensauce, Guacamole, also Standard, Putensteaks, Kabeljau, Lieblingsgemüse, Brokkoli, Klassiker, Sportler, Gemüse, Karotten, rote Beete. Könntest du das Brokkoli dann schon mal schneiden? Ja, oder? Natürlich. Die Ernährung für die Jungs ist immer belastungabhängig. Ich bekomme am Wochenende immer den Trainingsplan für die folgende Woche. Mhm. Und dementsprechend dann plane ich meine Speisepläne, dann passe ich die Speisepläne an. Also hier haben wir eine leichte Tomatensauce. Kartoffeln sind auch schon her. Dann hier haben wir Kamut. Pasta. Kamut ist ein Urgetreide. Es ist viel besser von der Qualität im Vergleich zu Weizen oder Dinkel. Das liefert mehr Energie, sättigt auch länger im Vergleich zu anderen Pastasorten. Genau. Und dann haben wir Reis. Wie viel Kilo schafft ihr hier raus pro Mahlzeit für die Jungs? 10 bis 12 Kilo nur Fleisch und Fisch. Und dann kommen die ganzen Beilagen dazu. Also pro Mahlzeit, pro Essen sind wir bei einem Gesamtgewicht von 20, 25 Kilo Ware. Vielleicht noch mehr. Wenn die Teiggeschwindigkeit weiter schält, gibt es das morgen. Also. Gibt es einen Trick, wie ich schneller machen kann? Außer jahrelange Übung? Ja, einfach bergab. Es hat über eine halbe Stunde gedauert, bis ich das erste Mal gehört habe, dass ich zu langsam bin. Mit einer Viertel gerechnet. Wer sind denn so die Ernährungsstreber bei uns? Der absolut Profi, Ernährungsprofi ist der Olli. Wenn wir hoch, wenn das jetzt überraschen würde, mich nicht. Der Olli ist der absolut Profi, nicht nur fußballerisch oder persönlich, aber eigentlich alle wissen schon, was sie zu sich nehmen sollen. Die wissen schon, die können schon unterscheiden, was für sie gut ist und was nicht. Das ist sehr klar, logisch. Genau. Und dann Karotten sind fertig. Wir haben gerade ein Messer-Upgrade von dem hier auf das hier gemacht. Freunde, jetzt wird's gefährlich. Gibt's einen Techniktrick, der dafür sorgt, dass Christian nicht in 2 Minuten wieder sagt, ich werde zu langsam? Am besten mehrere auf einmal schneiden. Schneller schneiden. Habt ihr das gehört? Das sind die hilfreichen Tipps, die man hier kriegt als ungelernte Küchenhilfe hier. Immer der gleiche Griff. Lebensmittel festhalten, Fingerspitze weg, hochkantig, dass das Messer quasi an den Finger schleift. Und dann gibt es kein Risiko, dass die Finger dann mitgenommen werden. Claudio, Ananas auf Pizza, ja oder nein? Nein, auf keinen Fall. Also in Italien wirst du verhaftet, wenn du sowas bestellst. Ananas auf der Pizza ist eine Schande. Ja, bin ich bei der Guacamole dabei. Avocado, ein bisschen Salz, Pfeffer, am Schluss Zitronensaft, ein bisschen Olivenöl, Chili. Ah, so macht man das also in schnell. Ah, okay.
Ihr merkt, Claudio ist sehr entspannt bei seiner Arbeit, denn heute gibt es nur Pre-Match-Meal, kein Post-Match-Meal. Beim letzten Heimspiel gegen Wolfsburg gab es das natürlich auch und deswegen machen wir hier mal einen kurzen Break und zeigen euch, was die Jungs nach unserem Comeback-Sieg in der Pre-Zero Arena so zu essen haben. Claudio, sein Best-of hier. Der was gibt's für den Torwarttrainer nach dem Spiel? Carbs, Proteine, wichtige Aminosäuren, um sofort die Regeneration einzuleiten. Und wichtig, Antioxidantien sind, deswegen sind die Beeren drin. Wir haben Hähnchen, Lachs, wilder Brokkoli. Heute eine Pfifferling-Kürbispfanne. Reis als Beilage für die Hauptgerichte. Oder die Jungs können sich eine Bowl, eine Reisbowl zusammenstellen. Zwei Dressing. Heute haben wir ein Avocado Wasabi oder Erdnuss-Honig. Erdnuss-Honig, okay, wow. Genau. Und dann haben wir ein bisschen Nachtisch, also Bananenbrot, ein bisschen Joghurt. Unsere Fans wollen sein wie der Goat, dann müssen sie essen wie der Goat. Das heißt. Ja, ein bisschen Lachs und McDonald's Fett. Ja, da muss es doch auch irgendeinen Trick geben, wie man das hier schneller machen kann. Einzelne. Ach so, der Stiel darf dranbleiben. Ach so, ja, das hätte ich das gewusst. Das kann der nicht. Basilikum ist gezupft und wenn ihr wissen wollt, wie ein richtig, richtig geiles Pesto geht, dann passt da jetzt auf. Mit meinem Wortwitz gerade bin ich bei Claudio nicht so ganz gelandet. Ich habe das Gefühl, damit reiß ich ihn nicht vom Hocker. Ah! Damit schon. Pinienkerne. Zwei guten Prisen Salz. Lass mich raten, einen Schuss Olivenöl. Ein Schuss Olivenöl. Die Flasche war vorher fast voll. Ein bisschen natürlich, ne? Ja, ja. Ein bisschen. Benutzt du eigentlich irgendwann eine Waage? Oder ist bei dir alles Augenmaß? Also wenn ich was backe, ja. Das ist. Okay, backen kann man ist Präzisionsarbeit. Backen, genau. Okay. Backen ohne abzubiegen ist sehr schwierig. Mhm. Aber ansonsten. Sehr gut. 2 Kilo Pasta. Hier stehen 30 Eier bereit. Ja. Wie viele davon machen wir? Sagst du jetzt alle? Ja. Wir haben ja vorher gehört, pro Mahlzeit, pro Person circa ein halbes Kilo. Also brauchen wir 30 Eier. Also normalerweise beim Frühstück kriegen wir 3 bis 4 davon weg. 3 bis 4 mal 30? Ja. Ja, 120 Eier. 120 Eier? Ja. Wir haben Spiegelei, Rührei und Pancakes. 120 Eier? Ja, pro Frühstück. Eins auf dem anderen aufschlagen und das funktioniert. Boah, ich kenn das nur so. Dann musst du quasi oder so. Ich bleib bei meiner klassischen Technik. Ein kleines bisschen Käse. Und Kräuter, frische Kräuter immer. Feuer frei. Da der Christian da hinten noch damit beschäftigt ist, gefühlt 7000 Maultaschen für die Belegschaft hier am Trainingszentrum fertig zu machen, ist Claudio auf die mutige Idee gekommen, mir ein paar Pfannen hinzustellen. Und jetzt zeigt er mir mal, wie man ein wunderschönes Omelett zaubert. Das ist meine Pfanne, das ist die von Claudio, das ist das gemeinsame Ergebnis. Das ist meine Pfanne. Wenn man die so nebeneinander sieht. Perfekte Timing, oder? Sehr schön geworden hier. Super. Super gemacht, Nils. Top. Vielen Dank. Jetzt fehlt eigentlich nur noch Fisch und Fleisch. Wir fangen an mit Fisch. Fisch. Wie werden die mariniert? Also ich mache einfach ein bisschen Öl dran, ein bisschen Salz, Pfeffer, ein bisschen von dieser Mischung, Gewürzmischung. Ein bisschen, ja. Ein bisschen. Ja, ein bisschen. Ist ja jetzt auch eine Menge Fleisch, ne? Ja, eben. Das ist
Meine, das hier ist jetzt die Multitasking. In der einen Seite möchte ich euch natürlich zeigen, was Claudi macht. Parallel kümmere ich mich darum, dass das Fleisch nicht verbrennt. Super. Nur, dass wir nichts vergessen haben. Puppensteaks. Kabeljau, normale Pasta. Kartoffeln, Reis, Omelette, glutenfreie Pasta, rote Beete, Brokkoli, Karotten, Tomatensauce und da draußen stehen noch die restlichen Beilagen. Ich denke, da sollte für jeden was dabei sein. Du bist Koch? Heute helfe ich ja aus, ja? Endlich baut gutes Essen jetzt. Mit Zuckerkoch jetzt. Krass, heute frisches Essen. Nee, ich bin absichtlich hier tatsächlich. Erkennst du einen optischen Unterschied? Die Hälfte davon habe ich gemacht, die andere Hälfte Claudio. Also ich sagte, das bist du, das ist Claudio. Das bist du. Weißt du was? Ich nehme deins. Ja, ich war bei den Torhütern, jetzt bin ich bei den Köchen. Hast du wenigstens geholfen. Aber sowas von. Jetzt bist du mein nächstes Opfer. Jetzt darfst du raten, welches Omelette von mir ist und welches von Claudio. Und wer, du nimmst das Falsche. Oh ja. So, das Omelette von dir ist und welches von Claudio. Ja. Also, aus der Reihe sind drei von mir? Ja, also drei von dir. Der ist von mir auf jeden Fall. Der ist nicht von mir. Nicht. Der ist nicht von mir. Nimm dir was und geh was essen. Die richtige. Claudio, bevor ich jetzt anfange, ja. Bist du zufrieden? Habe ich mich einigermaßen sehr zufrieden, Top-Leistung. Danke. Richtig gut gearbeitet, richtig gut mitgemacht, motiviert. Hast du Lust gezeigt, dann mitzumachen oder mitmachen zu wollen? Und es hat Spaß gemacht. Mir auch. Vielen, vielen Dank, dass du mich hast dir über die Schulter schauen lassen. Sehr gerne. Und ich würde sagen, das Wichtigste, den Geschmackstest, den machen wir jetzt. Genau. Okay. Liebe TSG-Fans, wir sehen uns beim nächsten Mal und denkt dran, schreibt mal in die Kommentare, welches Berufsfeld ich als nächstes ausprobieren sollte. Bis zum nächsten Mal, ich freue mich auf euch, macht's gut. Ciao. Ciao.